Hallo. Und herzlich willkommen zurück bei Little Nightmares. Ach ja. Ich hoffe, der Weg ist nicht so weit. Wir haben jetzt, glaube ich, schon seit 10 Minuten schon wieder gespielt, weil der Rücksetzpunkt nicht der freundlichste war. Nein. Der war mega am Arsch der Welt. Ja, genau. Hey! Hey, der rollt aus. Genau, ich hoffe, das war schon hinter dieser Tür. Wir wissen ja, beim letzten Mal... Sind wir noch aus der Tür gefallen? Bist du aus der Tür gefallen? Ich bin nirgendwo aus der Tür. Nein, du nicht. Ich fall nirgendwo raus. Und? Es war die Tür. Gut. Zack. Okay, dann war der Checkpoint doch nicht so unglaublich. Was ist das da unten? Das ist eine Wurst. Das ist eine leckere Bockwurst. Eine Bockwurst, das sah aus wie ein Fuchsschwanz. Leckerer Fuchsschwanz. Ach, ich sitze am Controller. Mal gucken. Ich habe die Steuerung schon wieder fast vergessen, aber... Ja, was ist denn das? Woo! Hey, du hast recht, das ist eine Wurst. Das ist eine Wurst. Nee, ich glaube, das sind Kinder. Eingetütete Kinder. Die sind zu groß für die Kinder. Dann sind das eingetütete Erwachsene. Das würde einiges erklären. Boah, das sieht schon wieder so nach langarm Mann aus. Und der... Glaubst du, der kommt da gleich? Ich will nicht. Haben wir doch gerade schon gesehen. Aber du hast recht, es sieht sehr danach aus. Nach so einer Ich-renn-vor-dem-Langarm-Mann-weg-Szene. Oh, da kommt doch ein Arm durch. Da kommen noch zwei Arme durch. Yay! Komm, das war zu offensichtlich. Also das war... Ich meine, der hat ja lange Arme, aber ich glaube, das ist schon wieder fast antiproportional. Ja, los hier, hör auf zu fummeln. Ach, ich muss da unter durchkrabbeln? Ich wollte gerade sagen, muss wahrscheinlich drunter durchkrabbeln. So ein elender Grabscher ist das. Oh, hier, da, lecker Kaugummi. Oh, Kaugummi. Nee, Rattenkühl. Njam. Du kannst dir auch Licht anmachen, das weißt du nicht. Ach ja, stimmt, ich habe ganz vergessen, ich habe eine Taschenlampe. Naja, Taschenlampe. Oh, da kommt doch der Typ durch. Auf jeden Fall. Toll. Hey, das ging schnell. Toll. Ich glaube, du musst rennen. Ich meine ja nur. Lauf, Jani. Ah, nee, heißt er gar nicht. Das Mädchen in der gelben Kutte. Lauf, Kutti. Oh, falsche Taste. wie konnte ich nochmal diesen Gritsch? Wie konnte ich nochmal Gritsch? Mit dem Crouchen. Ja, stimmt, mit dem Crouchen. Crouchen. Oh, ich muss erst wieder in die Steuerung. Beim letzten Mal hattest du ja die letzten Minuten gespielt. Ja, und ich weiß auch schon nicht mehr, wie es geht. Ja, wir treffen uns leider nur alle 4 Wochen. Hä? Nicht mit Crouchen? Ah, das war das Greifen. Oh, ich hab die Greifentaste gedrückt. Crouchen ist auf... Wir sollten uns angewöhnen, vorher nochmal ins Optionsmenü zu gucken. Nee, das heißt Optionsmenü, das ist optional. Ja, es gibt dann Optionen, Julian. Optionen. Oh, Crouch. Yeah. Guck mal, nein, das ist alles Learning by Doing. Ja, komm, brich dir die Arme. Ja, komm, hier, los. Und dann bist du gleich weg. Die wird ja immer länger. Sag ich ja. Was? Ich glaube, du musst da hochklettern. Wurst. Hängt der mit dem Kopf in dem Käfig? Was? What? Was hätte ich machen müssen? Ich habe keine Ahnung. Was? Ach, muss ich da vielleicht an das Ding ran? Ah, stimmt, das ist ein... Kannst du die Dinger ziehen? Ach, könnte ich den Kasten ziehen? Warte mal. Warte. Meinst du den Kasten, wo er drin hängt? Ja. Ja! Ach so, ist das so wie ein kleiner Bosskampf hier? Ja. Aber jetzt beschützt du den Kasten. Komm schon, greif den Kasten! Greif, was? Ach, ich weiß, scheiße. Du musst dran hochklettern, oder? Nee, ich muss die Streben an der Seite ziehen, nicht das Gitter an sich. Okay. Das heißt, ich muss... Alter! Eklig, ey. Kampf gegen zwei Würste. Oh Gott.
Nein, nimm deine verkackte Hand da weg. Ja. So, nee, ich muss hier die Strebe ziehen. Zack. Was? Oh, komm, hör auf. Er hat dich mit einem Furz besiegt. Vielleicht musst du auch ein bisschen relaxter. Ja, aber guck mal, wenn ich hier weiß, er macht nichts, dann nehme ich mir doch jetzt ganz relax dieses Ding und da kommt er. Und jetzt, guck, jetzt greift er mich schon. Das ist doch kacke, weil... Aber letztes Mal hast du ein bisschen länger gewartet und die Arme waren weiter weg, weil der eine Arm... Ja, gut, der kommt schon wieder zurück. Ja, muss halt wirklich... Die müssen halt bis zum Äußersten gespannt sein, irgendwie. Ich bin auch bis zum Äußersten gespannt. Oh, jetzt kommt der Arm doch schon wieder hier hoch. Oh, der Arm geht... Das heißt, ich muss jetzt da hoch? So, jetzt sind beide aber relativ weit weg. Ah, okay. Ja, okay, die müssen halt wirklich so weit weg wie möglich sein. Jetzt muss ich mir den anderen nur noch greifen. So, kriegt er das Ding auf den Kopf und auf den Arm. Und ich springe jetzt. Na, nee, warte, nein. Du musst mal wieder anders. Mit der anderen Arm auch weg. Jetzt. Komm schon. Na, zieh doch! Ich hab's gesehen. Ich hab gezogen. Ungelogen hab ich gezogen. Musst du die andere vielleicht zuerst ziehen? Die hat mich doch betrogen. Musst du die andere Strebe zuerst ziehen? Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Wer weiß. Schlecht geskriptet. So wie Call of Duty spielen. Wie findet man bitte von dir jetzt einen Übergang zu Call of Duty spielen? So. Schlechte Skriptsequenzen. Das ist ein Markenzeichen der Call of Duty spielen. Und das war's. Hä? Hey, musst du vielleicht noch einen anderen Teil ziehen vorher? Weil der sieht irgendwie fester aus. Ich hätte vorhin auch den hinteren zuerst gezogen. Echt? Ja, deswegen ja. Hm. Oder muss ich währenddessen noch springen? Muss ich hier rumrütteln? Muss ich... Reicht es nicht, nur zurückzudrücken? Das ist die Frage, wie hast du das bei dem anderen Teil? Ich habe keine Ahnung, eigentlich habe ich gepackt und zurückgedrückt. So, ich stelle mich jetzt hier unter. Zack. Sorry, I don't know. I don't know what I'm doing here. Also, nochmal. Das 120. So oft haben wir es jetzt noch nicht. So. Ist mir jetzt egal. Ich bleibe hier in der Mitte. Nee. Ja, fummel du dann wieder an deinem Kackding rum. So. Ich muss gar nicht eigentlich so vorsichtig, muss ich gar nicht sein. Weil der ist ja schon relativ hier. Reicht. Kannst du den Teil, den du da rausgerissen hast, kannst du den verwenden? Wofür? Wer weiß, vielleicht musst du damit irgendwie so in diese Gitterstäbe reinpieken, damit der... Weil... Ne, kann ich nicht auf jeden Fall. Vielleicht musst du es auch mehr als einmal versuchen zu ziehen, weil es ja durchaus aussieht, als wäre es ein bisschen robuster irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Oh Mann, dieses Arschloch. Hör auf. Oh. Das ist stressig, Friedhof. Ich weiß. Das war diese Verfolgungsszene letztes Mal auch. Ja! Oh. Hey, er hat keine Arme mehr. Wurstarme. Oh, was? Oh Gott! Ich wollte gerade sagen, mich würde es nicht wundern, wenn die noch leben. Bewegen die sich die ganze Zeit? Nee, jetzt nicht mehr. Das ist wie bei so einem Hühnchen, weißt du? Das war die letzten Nerven. Das ist eklig. Oh, wenn, ich würde mich jetzt super erschrecken, wenn die sich jetzt auf einmal doch noch wieder auf mich stürzen. So. Führ die mal zusammen, dann haben sie hier ein bisschen in die Ecke dran. Ist das eklig? Das ist eklig. Das ist mega sau eklig. Das ist,
Wobei, auch wenn ich mir sage, hier, guck mal, das sind Röhrenarme. Siehst du, wie hohl die sind? Ja, sehr hohl. Stimmt. Das sind leere Menschen. Das sind Aufblasmenschen. Guck mal, halb so wild. Das Spiel könnte ab 6 sein. Das sind alles nur Luftmenschen. Das ist, als wenn du jemandem sagst, hey, das ist nur Ketchup. Es ist nur Ketchup. Es sind nur Luftmenschen. So, alles klar. Ich sag's dir, diese Arme kommen dir hinterher. Definitiv. Smooth. Guck's dir doch an. Oh, hör auf. Oh, das versteckt. Gut. Oh. Komm dir definitiv hinterher. Nein. 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 Warum nicht? Nein. Obwohl, das ist... Krank und pervers. Krank und pervers. Ich weiß gerade gar nicht. Das ist jetzt dann das dritte Kapitel, ne? Das ist, glaube ich, das dritte Kapitel. Ja, dann war das zweite Kapitel Mann mit Röhrenarmen. Und das dritte Kapitel ist jetzt irgendwas anderes Gruseliges. Das Versteck. So. Weiter geht's. Mal gucken. Ich will keine Hände. Hat sich der jetzt eingebrannt, wa? Ich brenn dir gleich was ein. Ich hab hier ein Feuerzeug. Pass auf. Nein. Brenn mir nicht noch ein Loch in meinen Bart. Hey, guck mal, das sind die Würste. Wurst, bleib hier. Oh, hier. Oh. Ja. Muss bestimmt so. Oh, da ist ein Schuh. Oder ist das Schuh? Das könnte auch eine Made sein. Das war ein rosa Schuh. Ach du meine... Da ist noch ein Schuh. Stimmt. Die haben alle Schuhfetisch hier. Ih, was ist da oben? Oh Gott, das ist der fette Koch. Ich wollte gerade sagen, das ist der fette Koch. Das ist das Einzige, was ich aus dem Spiel kenne. Die habe ich live auf der Gamescom gesehen. Da hatten die am Stand promoted. Da hatten so die Leute diese Kostüme an. War sehr, sehr geil. Haben wir bei Facebook, Bilder davon. Von der Gamescom vorletztes Jahr. So lange ist das schon wieder, ja? Letztes Jahr. Dieses Jahr war es nicht, letztes Jahr. Die Zeit vergeht, ey. Oh, ich habe schon wieder Hunger, siehst du das? Oh, mein Bauch. Ich wollte gerade sagen, du hast doch gerade gegessen. Nicht ich. Ich meine ich als Spiel. Spielfigur. Ist die Ratte. Oder frag den dicken Koch, der hat garantiert was für dich. Die haben doch alle nur Kind auf der Liste. Kann ich das Ding hier benutzen oder haut mir das einfach dann... Nicht mal gespannt. Ich wollte gerade sagen, ist nicht gespannt. Ist auch kein Essen drin. Schade. Die Ratten waren intelligenter als alle anderen. Die Ratten sind immer intelligent. Ach, da ist eine Ratte. Oh, nö. Müssen wir jetzt ernsthaft eine Ratte fressen? Jetzt kommen schon wieder diese Kinderlaute. Oh Gott. Och nein, ich stelle mich mal davor, dass man das nicht so sieht. Yummy, aber dann nimm doch wenigstens die ganze Ratte. Was ist das für eine Verschwendung? Ich meine, weil mir gerade einfällt, kennst du zufällig Fable 2? Na sicher kenne ich Fable 2. Wenn du da böse spielst und dann in den Tempel gehen willst und dann musst du beweisen, dass du böse bist. Kann man Ratten fressen? Nein, da musst du Küken fressen. Das fiel mir nur gerade so ein dazu. Was ist das hier? Bonus Lava oder wieso? Man weiß es nicht. Ich bin mal nicht ins Wasser gegangen. Hatten wir sowas nicht schon mal? Das war der Schuhfetisch, ne? Das war das Becken der Schuhe. Du erinnerst dich? Ja, stimmt, mit diesem Monster. Das war aber wahrscheinlich auch wieder er. Ich will da nicht rüber. Wurstarm Mensch. Geh da rüber. Hey, guck mal. Nix. Ketchup. Och, jetzt komme ich in die Küche. Hey, Tür offen. Sicher, dass das schon die Küche ist? Ich weiß es nicht, aber es ist Blut überall. Nein, das ist Ketchup. Ketchup überall. Ich wollte gerade sagen, ist das so eine Silhouette von irgendwas? Hm. Aber es ist einfach nur Ketchup. Frosch explodiert.
So, ich muss das Ding da ranschieben. Ah, okay. Ist die Frage, sitzen wir immer noch in einem Schiff? Ich wüsste nicht, wann wir rausgekommen sind aus dem Schiff. Ah, es ist ein verdammt langes Schiff. Wir sind ziemlich winzig. Auch wieder. Also, aber dadurch, dass der da so gefühlte drei Balkone hatte eben... Messerschärfer. Will da nicht hin. Komm, der will nur Gemüsesuppe machen. Siehst du die ganzen Karotten hier? Und siehst du, ist das Radieschen? Nee, ist ein Rettich, ne? Rettich. Den Rettich. Den Rettich, Rettich. Oh. Klaus erstmal sein Gemüse. Ist das ein Käse? Ist das Käse? Nein, alter Mann, der schneidet durch Käse. Das ist ein... Ist das ein Schwamm? Ja. Ist das ein... Nee, das ist Käse. Nein, das ist ein Schwamm, Alter, Mann. Das ist Käse. Das ist ein Schwamm. Ah, oh, verdammt, jetzt fällt mir gerade erst wieder ein, was... Ja. Ja. Kein Kommentar dazu. Gut. Wieso habe ich jetzt eigentlich einen Rettich dabei? Keine Ahnung, weil ich gesagt habe, das ist ein Rettich. Weil ich mir gesagt habe, den Rettich. Ja, siehst du, die haben nicht nur Kinder auf dem Speiseplan. Das ist definitiv Salami vom Schwein, Steak vom Rind. Ach, und ein Riesenfisch. Der riecht doch mein Rettich. Boah, atmet der schwer, hörst du das? Ich meine, guck ihn dir mal an, wenn du so viel Gewicht mit dir rumschleppen müsstest. Ich frag mal, ist es ein Ihn oder ist es ein Ihr? Das ist ein S. Ich glaube, das hat schon lange... Ich glaube, ich werf gleich die Wurst. Den Rettich. Ich glaube, der Topf frisst die Wurst. Ich muss gerade mega, glaube ich, niesen. Ich habe so einen Kribbeln in der Nase. Kümmert ihn gar nicht. Nee. Toll. Ist einfach... Heute ist ein Affen. Der klatscht. Oh, und was macht der Affe? Ja, der klatscht. Ach so. Ich weiß, was das ist. Das ist ein Fisch. 24, 25, 26 und Messer. Ach so, neuer Trigger, weil ich weiter bin. Das sieht aus, als ob du da gerade aus durchgehst. Ja, ich muss auf die andere Seite. Nee, ich meine, unter dem. Oder ist da eine Mauer hinter dem Schrank? Ja, ist okay. Nee, aber hier ist. Die kleine Menschen. Wo ist der da hinten? Okay. Da ist ein Schumi. Oh. Oh, aber das Essen will ich nicht essen. Hm. Wo ist denn der? Ach, da. Hast du den Schumi gesehen? Hast du ihn nicht gesehen? Da. Hinter dem. Ah, da! Zwei sogar! Okay, ist da hinten. Okay, das heißt... Scheiße, wo muss ich denn hin? Unter ihm durch. Kümmere ihn gar nicht. Einfach rüber. Komm, bitte. Schaff es zum Schrank. Oh nein. Geh. Nein, du brauchst nichts von hier. Den Pfeffer habe ich weggestellt. Lass die Dose Bohnen hier stehen. Die tut dir nicht gut. Stopf nicht die Bohnen in den Fisch. Ja, aber sind... Und nimm den Deckel ab. Oh Gott. Oh, diese Geräusche, Alter. Das ist... Der sollte die Nase aus dem Essen nehmen. Wohl eher die ganzen drei Schichten von ihm selbst. Kacke.
Muss ich jetzt die Treppe hoch? Ja, ich nehme an, dass du das versuchen solltest. Sehe mich nicht. Du musst doch nach links gehen. Links? Ich sehe mich doch nicht. Ja, aber du bist ursprünglich nach rechts gegangen. Ich sehe dich. Ja, aber du bist gelb. Ja. Oh Gott! Uff. Lauf! Fuck, du irgendwas! Fuck, 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 fuck! Oh Gott! Nein! Nein! Oh Gott! Was musst du denn nur machen? Ich hab keine Ahnung mehr. Ich hab nur auf einmal gehört. Da boah, ist das gruselig. Das klingt wirklich wie so ein Schwein. Das ist voll eklig, Alter. Alter Schwede. Das Problem ist, ich konnte echt die Kamera gerade nicht so steuern, wie ich es gerne hätte. Ich konnte aber auch nicht sehen, wo du hin musst. Ich auch nicht. Oh, Messer. Wrong. Schneidet aber auch ganz schön aggro. Hol dir deine Wurst. Zack. Wurst weggeschmissen. Zack. Und nochmal wieder schneiden. Es ist so diese Routine hier, ne? Wo ich das Gefühl habe, das ist ein Spiel, das man extrem gut speedrunnen könnte, wenn man ganz genau weiß, wann welcher Trigger einsetzt. Ne? Ja klar, mit Sicherheit. Also wenn du da irgendwie abpassen kannst, zack. Jetzt wirft er rein. Dann dreht er sich um, dann kann ich weiter, dann dreht er sich aber nicht mehr um, dann kommt er. Zack, so. Das sieht aus wie so ein Fisch. Oh. Na, siehst du, sobald du ab einem gewissen Punkt hier lang gehst, dreht er sich auf einmal um und geht da lang. Er nimmt sogar seine Wurst mit. Stimmt. So, und dann geht der Ofen da hinten zu. Aber was machen die Shroomies? Die rennen da einfach irgendwo lang. Siehst du, ach, da hinten steht noch einer, siehst du? Da rechts. Ja. Sind die dafür da, um dir zu zeigen, dass du da durch musst, irgendwie so ein bisschen? Du meinst, dass die mir helfen wollen, dass sie auch sagen, Mensch, ja, hier ist der Weg. Ja. Ich glaube nicht, dass du das mitnehmen musst. Sind wir jetzt bei Monkey Island oder was? Ich glaube nicht, dass ich das mitnehmen muss. Ich glaube nicht, dass ich das gebrauchen kann. Ich bin einfach dein Gewissen. Du bist mein Inventar. Dein Inventar, das sich beschwert, dass du allen möglichen Kram da reinstopft. Und du fast overweight bist. Und oh, das war ja mal echt unglaublich. Kannst du diesen Fischkopf ihm in den Weg legen? Nicht im Ernst. Deine fetten Dinge. Jetzt. Hat er dich gesehen? Ja. Aber wie? Ja, weil der Tisch so hoch ist vielleicht, aus der Ferne. Das wäre ja ziemlich realistisch. Ja, aber ich meine, guck ihn dir an. Tu doch nicht so, guck ihn dir an. Oh. Wo müssen wir denn hier hin? Also erstmal muss ich auf jeden Fall da hinten über das Regal. Aber ich habe auch immer das Gefühl, das ist sowas, das ist so als dieses Try-and-Error-Prinzip. Weil du weißt manchmal gar nicht, wo du hin musst. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe es jetzt eben auch überhaupt nicht gesehen, wo du hin sollst. Ist die Frage, wenn er hier ist, kann er dich dann sehen? Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe es. Haben wir denn da noch? Jetzt holt er sich was anderes aus dem Schrank. Wir müssen irgendwie da oben hinter den Schrank. Und dann triggert wahrscheinlich ein neues Ereignis, dass er auch da hochkommt. Da ist ein Kabel, da ist ein Schloss. Schloss. Wir können da oben auf den Schrank versuchen, weil da sind Sprossen. So, wenn er jetzt gleich wieder weggeht, muss ich die Treppe hoch, auf jeden Fall. Wenn er wieder weggeht, das ist jetzt die Frage. Da er jetzt was anderes geholt hat als letztes Mal. Hey, er hat das in die Luft gestellt. Stimmt. Meister der... Telekinese. Ah, du kannst da oben den Schrank hochklettern. Ja, sag ich doch. Das sind ja die Sprossen, die ich meine.
So, aber jetzt läuft er wieder hierher und jetzt sollte ich mich wahrscheinlich erstmal hier nicht bewegen, aber wahrscheinlich kommt er jetzt hier hoch, bei meinem Glück. Gesundheit. Nein, er kommt nicht, er holt sich wieder das rote Mittel. Gut, okay, beim roten Mittel wissen wir, was er macht. Bitte! Ich bin so angespannt! Was bringt mir das denn, wenn ich da hoch... Ach, das ist eine Lampe. Was bringt die Lampe? Es leuchtet. Cool. Du kannst auf die Decke, da oben ist ein Balken. Ah, okay. Also ich nehme jedenfalls an, dass du das erreichen kannst. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Mach es noch spannender. Oh. Sagt der, der im ersten Teil mit dem letzten Sprung von der Kiste gekommen ist. Oh komm schon. Das war doch... Oh. Ich bin danach wenigstens durch die Tür gefallen. Alter. Er ist ja fast so schlimm wie in manchen Spielen, diese Zeitrennpassagen. Ich mag Zeitrennen zum Beispiel überhaupt nicht. Also so Sachen auf Zeit und Leute beschützen. Boah, Begleitmission. Escort-Mission, genau das Wort habe ich gesucht. Ätzend. Yes. Oh Gott. Ist nicht unbedingt stabil aus, aber... Ich hoffe, der kann hier oben nicht irgendwie auch irgendwas sehen. Hey. Oh Gott. Bisschen. Nein, was komme ich jetzt? Ich würde ihm gerne den Schwertfisch auf den Kopf fallen lassen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das wäre ganz interessant. Also, ein interessantes Bild. Oh, Alter, ist das scheiße, hier oben über diese Balken zu... Ja, ist nicht unbedingt einfach, ne? Sehr gut. Hätte ihm auch einen Kopf schmeißen können. Ja, aber ich meine, ich glaube nicht, dass er da hochkommt, aber er hat da eine ganze Menge scharfe Werkzeuge. Das hat gerade vibriert, als er gehustet hat. Oh Gott. Okay, den Schockmoment habe ich jetzt nicht mitgekriegt, das weil ich habe den Controller nicht in der Hand. Kein Schockmoment. Wie will er denn bitte da hochkommen? Hat er Shroomies als Assistenten oder sowas? Außenlager. Oh ja, jetzt kommen wir in Oh. Okay, also ich hätte jetzt gedacht, ich müsste da... Ich hätte damit gerechnet, dass du rechts raus musst, aber... Ich hätte jetzt... Wir hatten hier eine Toilette. Klopapier. Aber es ist nicht nur eine Toilette, ey, der braucht schon zwei, der Mann. Dann wie hat er dann aber die Arschlöcher links und rechts in der Backe oder was? Ich meine, wie will denn da... Vielleicht hat er sich eins zugenäht und dann kann er... Einen zwei... Ja, boah. Nee, ich meine, es ist doch schwachsinnig. Eigentlich müsste er doch ein breiteres Klo haben, weil der Scheiß auch in der Mitte. Ja, ich sag ja, vielleicht hat er das eine zugenäht. Das eine was? Das eine Loch, was er hat. Und hat sich dann so einen Kanal gelegt, der sich aufsplittet. Und dann hat er halt vier Arschbacken. Oder er hat einfach so viel Fett, dass er vier Arschbacken hat. Oh Mann. Oder zwei Löcher, wo er es rauskommt. Ich seh nix. Ist ja auch dunkel. Mach Licht an. Shroomy. Kannst du ihn mitnehmen? Hier? Nee, hier kann ich nichts machen. Da hinten ist... Ah, da ist ein Schalter. Oh nein. Da komme ich nicht unter. Und... Oh. Ach, Elkes ist ja gemein. Guck mal, ich komme mit der Kamera nicht um die Ecke. Ich muss da reingehen. Sonst weiß ich nicht, was da drin ist. Das ist die Frage, kommt jetzt Dicky oder kommt wieder Mr. Army? You're in the army now. Geh da runter. Das ist noch ein Dickie. Was sind das zwei Dickies, so nach dem Motto, die nebeneinander kacken und nebeneinander im Bett schlafen? Der Gedanke ist, Das sind Co-op-Willis, so nennen die sich. Die. Ja, okay. Aber der ist anscheinend nicht blind, ne? Weil sonst könnte er nicht. Nee, die sind nicht blind. Das ist ja das Ding. Die anderen waren blind.
konnten hören und die sind aber... Ich wollte gerade sagen, vielleicht sind die so ein bisschen taub. Das